Einen ganz wundervollen, schönen Nachmittag wünsche ich euch. Heute wollen wir anfangen, unser Training für unser neuronales Netz zu definieren. So, das heißt, def bedeutet irgendwie immer, wir brauchen eine neue Funktion und genau das ist das, was wir auch wirklich machen wollen. Wir haben hier oben schon ein paar Daten sozusagen eingelesen, hier haben wir das Modell kreiert. Jetzt geht's an unser Training und wir müssen natürlich auch irgendwie rausfinden, wenn wir hier einen Output bekommen. Der Output ist natürlich immer die Anzahl an Daten, also wie viele Sprachen haben wir eigentlich, aus denen ein Name kommen kann. Und wir müssen jetzt noch irgendwie aus diesem Output auch wirklich was rausbekommen. Das heißt, unsere Sprache auch wieder rausbekommen, damit wir damit irgendwas anfangen können. So, deswegen sagen wir jetzt hier lang from Output. Und da stecken wir den Output rein. So, und jetzt brauchen wir Folgendes. Wir wollen natürlich den Namen der Sprache haben, also wir wollen es in Cleartext sozusagen für uns haben. Deswegen modifizieren wir hier oben einfach mal ganz kurz noch was und sagen hier langs ist gleich einfach eine leere Liste. Und hier fügen wir jetzt einfach immer kurz noch die Sprache an. Das heißt, wir sagen hier langs.append. So, und hier sagen wir jetzt, naja, was für eine Sprache wir gerade haben. Also lang, okay, perfekt. Gut, was wir jetzt machen wollen, ist natürlich hier unten weiter, indem wir hier sagen, was wir aus dem Output rausbekommen. Und da sagen wir einfach return langs. Achtung, aber natürlich nicht alle, sondern hier. Achso, da kommen übrigens zwei Werte bei raus, deswegen brauchen wir hier noch was. Den ersten Wert können wir eigentlich unter den Tisch fallen lassen, den benutzen wir nicht. Der zweite Wert ist sozusagen der wichtige Wert für uns, und zwar den bekommen wir aus out. .data.topcar an der Stelle 1, das ist einfach der Output, hat natürlich auch Sizes und so weiter und deswegen an der Stelle 1. Okay, jetzt gehen wir hier wieder mal in langs rein und was wollen wir hier natürlich ausgeben? Naja, wir wollen das Ergebnis quasi ausgeben, also i von 0 von 0. Könnt ihr gerne euch mal angucken, was da so bei rauskommt. Ich meine zumindest so hatte ich das mal stehen. Und ja, jetzt, also das war nur die Vorverarbeitung, was da rauskommen sollte. Jetzt gehen wir weiter und wollen wirklich den eigentlichen Trainingsalgorithmus schreiben. Und der braucht natürlich erstmal einen neuen Import. Logischerweise, nämlich, was braucht er wohl? Achtung, was muss er immer sein? Zufällig. Richtig. Okay. Wir brauchen natürlich erstmal einen zufälligen Namen, den wir da reinstecken wollen in unser Netz, damit er auch gelernt werden kann. So, ups, das wollte ich natürlich nicht. Wir brauchen jetzt erstmal Folgendes. Und zwar sagen wir jetzt hier getTrainData. Das ist einfach nur ein zufälliges gewähltes Sample sozusagen, was wir da reinstecken wollen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Sprache auswählen, die wir sozusagen haben. Das heißt, wir sagen hier lang ist gleich erstmal eine zufällige Sprache auswählen. Das heißt, wie haben wir sie genannt? Langs. Stopp. Random.choice von langs. Das liefert uns einfach eine zufällige Sprache hier in lang rein, die wir jetzt dann einfach verwenden können. Also zum Beispiel German oder sowas. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein Sample aus dieser Sprache. Das heißt, wir müssen die Datei, beziehungsweise die Dateien haben wir schon eingelesen, die Listen auslesen und da einfach was Zufälliges rausnehmen. Das heißt, wir sagen jetzt hier name ist gleich, das ist der Name, den wir benutzen wollen natürlich, und sagen auch wieder random.choice data von lang. Okay, das heißt, wir ziehen uns jetzt aus dieser Sprache ein zufälliges Element raus und schreiben das in den Namen rein. So, jetzt natürlich, wie brauchen wir das weiter? Wir müssen erstmal den Namen, also quasi die Input-Daten generieren. Dazu sagen wir, Name ist gleich Variable aus was? So, jetzt natürlich die große Preisfrage. Wie generieren wir unseren Namen? Naja, wir sagen einfach hier, naja, wir haben ja die perfekte Funktion dafür, NameToTensor. Und da stecken wir den Name rein. Das sollten wir vielleicht allerdings nicht Name, sondern NameTensor nennen. Und ja, das ist auch schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt müssen wir allerdings noch aus der Sprache einen Tensor machen, damit wir auch die Output-Daten überprüfen können, wie gut die sind. Also lang ist gleich, lang Tensor ist gleich auch ein Variable aus was. Und hier wird jetzt ein Long-Tensor verwendet, das heißt Long-Tensor verwenden wir jetzt hier, um die ganzen Kategorien sozusagen wieder
da rein oder die ganzen Sprachen da einfach wieder reinzustecken. Und ja, wir geben mit dem ja sozusagen hier eine Liste mit allen Sprachen rein. Quatsch, nicht mit allen Sprachen, mit dem Index von dieser Sprache aus diesem alle Sprachen, aus dieser alle Sprachenliste. Ich zeige es euch einfach ganz kurz. Das heißt, wir sagen hier langs. Punkt. Benutzen wir mal unsere Indexfunktion, die uns den Index zurückgibt. Und da wollen wir natürlich unsere lang reinstecken. Das heißt, wir brauchen den Index von unserer Sprache einfach in eine Liste reingesteckt und dann haben wir schon, was wir wollen. Das ist sozusagen unser Output wieder. Okay, und ja, jetzt haben wir eigentlich die ganzen Daten. Das heißt, wir haben jetzt hier den Tensor für den Namen, den Tensor für die Sprache. Jetzt geben wir die beiden einfach zurück. Return. Und wir nehmen jetzt einfach mal folgendes Format. Also wir geben jetzt alle vier Werte zurück, damit wir nachher auch damit arbeiten können und wissen, was wir eigentlich da reingesteckt haben. Das heißt, wir geben als erstes mal die Sprache zurück. Dann geben wir den Namen zurück. Dann geben wir den Tensor der Sprache zurück, Langtensor. Und anschließend geben wir den Namenstensor zurück. Okay, so das sind die Dinger, die wir hier haben wollen. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Batch. Und einen Batch, wie machen wir den? Beziehungsweise generell der komplette Trainingsalgorithmus muss ja hier noch rein. Das heißt, wir sagen hier jetzt einfach dev train. Das ist dieselbe Funktion, die wir hier schon, keine Ahnung wie oft, verwendet haben. Allerdings geben wir jetzt dem dieses Mal keine Epoche mit, sondern wir geben ihm die Sprache mit. Also lang Tensor, ich nenne es jetzt extra Tensor, damit wir wissen, dass wir hier schon direkt den Tensor bekommen. Und den Name Tensor, den liefern wir hier auch direkt mit. Die Epochen machen wir dann später. Oder, ja, genau. Okay, so, jetzt brauchen wir erstmal als allererstes natürlich den Optimizer und das Criterion. Beziehungsweise als allererstes mal nur das Criterion, das wir hier oben drüber definieren. Criterion ist gleich nn.nllloss. Das wieder mal, was wir schon kennen eigentlich, das Negative Log Likelihood Loss. Ach, das ist furchtbar. Okay, was wir dann brauchen, ist natürlich die Zustände von unseren Hidden Variablen. Denn wir müssen ja jedes Mal, wenn wir das Netz trainieren, müssen wir ja sagen, was wir eigentlich an Hidden Variablen, also klar, Input müssen wir auch providen, also Input müssen wir angeben und die Hidden Variablen. Und deswegen sagen wir hier Hidden ist gleich rnn.init, beziehungsweise nicht das ANN, wir haben es Model genannt, model.init hidden. Das heißt, wir initialisieren sozusagen unsere Variablen einfach zufällig und ja, das liefert uns sozusagen, beziehungsweise was heißt zufällig, es sind einfach Nullen, zumindest im ersten Durchlauf und ja, dann werden wir die immer wieder updaten sozusagen. Okay, cool. Jetzt brauchen wir natürlich hier erstmal noch den ZeroGrad, model.ZeroGrad, damit wir die Gradienten wieder auf Null setzen können und jetzt können wir tatsächlich den Lernalgorithmus sozusagen anschmeißen. Aber Achtung, jetzt ändert sich ein bisschen was. Und zwar haben wir jetzt hier ein RNN, das eigentlich auf Buchstaben basiert. Also wir haben ein rekurrentes Netz, was immer nur einen Buchstaben frisst und dann fängt der nächste Zustand sozusagen an. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir trainieren das Netz nicht auf dem kompletten Namen, sondern, also dann hätten wir nämlich das Problem, dass wir immer nur gleich langen Namen eingeben könnten, sondern wir trainieren das Netz auf jedem Buchstaben. Und das ist ziemlich cool. Deswegen machen wir hier for i in range. Naja, was für eine Range brauchen wir denn? Wir brauchen den Name-Tensor. Und davon brauchen wir die Size. Weil der Name-Tensor enthält ja, Achtung, ich gehe nochmal kurz hoch. Hier, Name-Tensor enthält erstmal i, das ist jeder Buchstabe. Das ist die erste Dimension. Und der Rest wird einfach der Rest wird einfach hier ganz normal reingesteckt in unser Netz. Und aber in der Dimension 0, da ist sozusagen drin, wie viele Buchstaben unser Wort hat. Könnten wir auch anders bekommen, aber ich meine, so benutzt es das Netz oder so ist es tatsächlich gedacht. Das heißt hier von 0 und jetzt für jeden Buchstaben, naja, was machen wir? Wir sagen hier Output und was bekommen wir noch zurück? Achtung, Output und die neuen Hiddens, das heißt, Achtung, Output, Hidden, wir bekommen beides zurück, ist... Oder das bekommen wir, wenn wir das Model laufen lassen auf NameTensor. Achtung, an der Stelle i natürlich, weil wir nicht alles haben wollen, sondern immer nur den aktuellen Buchstaben. Das heißt, wir cutten sozusagen die erste Dimension, wo die ganzen anderen Buchstaben noch irgendwas zu melden haben. Und dann stecken wir hier immer die Hidden noch mit rein. Und dann bekommen wir auch die neuen Hidden und den normalen Output wieder raus. So,
Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch trainieren. Das heißt, was machen wir genau? Naja, wir brauchen erstmal das Loss. Und das Loss bekommen wir, indem wir sagen, Loss ist gleich Criterion von Output und dem langen Tensor. Das backpropagaten wir jetzt hier. Loss.backward. Was es bei mir irgendwie nie erkennt, aber hey, fragen wir ihn mal nicht danach. Und dann sagen wir Folgendes. Und ja, wir haben jetzt hier tatsächlich keinen Optimizer in diesem Netz eingebaut, deswegen machen wir einfach mal den Optimizer von Hand und sagen hier for i in model.parameters. Das ist im Endeffekt das, was der Optimizer auch tatsächlich tut, nur halt manche machen es anders, also das ist jetzt der ganz normale Stochastic Gradient Descent. Und es gibt aber auch natürlich noch den Adam und so weiter und so fort. Aber wir machen jetzt hier einfach data.add. Und Achtung, das wollen wir in place machen. Das bedeutet, wir wollen es nicht irgendwie als Ergebnis zurückbekommen, sondern wir wollen es quasi gerade überschreiben. So, und jetzt hier kommt die Lernrate rein. Das heißt, wir sagen hier jetzt minus 0,0, also Achtung, die Lernrate wird minus mal minus 1 genommen, weil wir jetzt hier das brauchen tatsächlich. Wir sagen jetzt hier minus 0,01 und wir brauchen die Gradientendaten. Das heißt i.grad.data und das wird da quasi drauf addiert. Das heißt, wir aktualisieren die Daten, also die Gewichte von unseren ganzen Parametern hier im Modell, indem wir hier den Gradient einfach drauf addieren, allerdings mit der Lernrate 0,01. Das ist sozusagen der ganz normale Gradient Descent, den wir hier jetzt machen. Könnt ihr aber, wie gesagt, auch mit dem Optimizer ganz normal machen. Muss man jetzt nicht so machen. Und was machen wir jetzt hier? Naja, wir geben erstmal das Loss aus. Das heißt, wir sagen print loss.data von 0 und schreiben vielleicht noch vorne dran, dass es auch wirklich das Loss ist. Loss Doppelpunkt. Und dann geben wir den Output zurück. Output. So, und der letzte Output ist jetzt tatsächlich die Kategorie, in der der Name drin sein sollte zumindest. Okay. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass wir hier jedes Mal den Output wieder überschrieben haben. Und eigentlich, ja, der Output erstmal... Der letzte Output ist erst relevant für uns. Und das ist auch ganz klassisch so ein bisschen, wenn man mit RNNs oder generell mit rekurrenten Netzen arbeitet. So, und ja, das war es auch erstmal für unseren Trainingsalgorithmus. Wir starten ihn jetzt noch nicht. Wir wollen das nächste Mal, natürlich müssen wir erst noch die Daten generieren. Das habe ich jetzt hier verschluckt sozusagen. Und wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr machen. Und das alles werden wir dann nächstes Mal machen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns. Bis dann, ciao.